Bereits in den frühen Morgenstunden suchten am Osthafen in Treptow zwei Boote der kommunistischen Volkspolizei und ein Feuerlöschboot die Schleuseneinfahrt ab. Kurz zuvor hatten Grenzpolizisten an dieser Stelle 4 Schüsse abgefeuert. Die Kommunisten setzten 2 Taucher ein, die das Wasser systematisch absuchten. Nähere Einzelheiten konnten von der Westberliner Polizei nicht wahrgenommen werden. Seit den frühen Morgenstunden stehen wir hier an der Oberbaumbrücke, überall an den in den amerikanischen Sektor führenden Sektoren- und Zonengrenzübergängen, gefechtsmäßig ausgerüstete Einheiten der amerikanischen Armee. Die Vorkehrungen dürften im Zusammenhang stehen mit der Aufforderung der 3 westalliierten Stadtkommandanten an die Sowjets, für die Wachablösung an dem Ehrenmal im Tiergarten nicht mehr den Sektorenübergang Friedrichstraße zu benutzen, sondern den kürzesten Weg über die Sandkrugbrücke oder das Brandenburger Tor. Ein alliierter Sprecher hatte gestern mitgeteilt, dass den Sowjets für die Änderung ihrer Fahrtroute eine Frist gesetzt worden sei. Obwohl der Sprecher es ablehnte, mitzuteilen, wann diese Frist abläuft, gilt es als sicher, dass das heute der Fall sein wird. Auch am Übergang Sonnenallee und am Moritzplatz sind amerikanische Einheiten stationiert. Es handelt sich um kleine Gruppen von je 6 Soldaten, die mit Jeeps auf Trümmergrundstücken in der Nähe der Sektorenübergänge aufgefahren sind. Am im britischen Sektor liegenden Sektorengrenzübergang Sandkrugbrücke wurde von Westberliner Polizei ein Zaun errichtet, der sich in ganzer Breite über die Invalidenstraße erstreckt. Unmittelbar vor der Mauer postierten die Briten einen gepanzerten und mit Funk ausgerüsteten Mannschaftswagen. Der von Westberliner Polizei errichtete Zaun lässt auf jeder Seite der Fahrbahn ein etwa 2,50 Meter breites Tor als Durchfahrt frei. Am Ausländerübergang in der Friedrichstraße wartete man heute vergeblich auf die sowjetische Wachablösung für das Ehrenmal im Tiergarten. Lediglich eine sowjetische Militärlimousine unternahm mehrere Testfahrten zum Sektorengrenzübergang Sandkrugbrücke. Es wird angenommen, dass der Wagen, der über den Checkpoint Charlie nach West-Berlin fuhr, die etwas über 1 Kilometer lange Strecke zwischen dem sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten und dem Sektorengrenzübergang Sandkrugbrücke inspizierte.